Die US-Bundespolizei FBI hat ein Anwesen des russischen Oligarchen Oleg Deripaska in Washington durchsucht, außerdem ein Anwesen in New York. In Washington wurde ein Fahrzeug beschlagnahmt. Das FBI sprach von einem gerichtlich genehmigten Vorgehen, machte aber keine weiteren Angaben. Deripaska gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die USA verhängten 2018 Sanktionen gegen den Aluminiummagnaten. Damals erklärte das US-Finanzministerium, gegen Deripaska werde unter anderem wegen Geldwäsche und Erpressung ermittelt. Deripaska hatte offenbar auch Kontakte zu Paul Manafort, dem Wahlkampfmanager von Donald Trump vor der US-Präsidentschaftswahl 2016. Laut Gerichtsdokumenten bot Manafort Deripaska vertrauliche Informationen zum Präsidentschaftsrennen an. Manafort wurde 2019 unter anderem wegen Steuer- und Bankenbetrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. Trump begnadigte Manafort kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Weißen Haus.